Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind hier beim Umbau oder beziehungsweise beim Bau der Aluminiumproduktion, die jetzt hier stattfinden wird. Und dann kommt natürlich dann noch die Glasproduktion hier auf der anderen Seite hin. Und da haben wir noch ein bisschen was schon mal im Muster stehen, was wir dann brauchen, damit hier ein bisschen was ist. Falls ihr im Hintergrund Baulärm hört, ich habe das in dem Video von gestern schon gesagt, dass ich extra nachts aufgenommen habe. Jetzt habe ich hier früh morgens angefangen. Aber ich nehme mal an, dass man das hört. Ich hoffe, dass ich einfach lauter bin. Ich verstehe es nicht, es ist ein Elektriker, was der alles an bohrt. Ich habe die Vermutung, dass unten die Wand, in der die Kabel liegt, nachher nur noch aus Löchern und Kabel besteht. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also da haben die echt eine Ausdauer. Das ist erstaunlich, würde ich jetzt so mal sagen, in meinem ostdeutschen Dialekt. Aber jetzt ist Maria und Josephine. Die haben Laune. Da geht was, auf jeden Fall. Na gut, aber so ist es halt. Damit muss man leben. Wenn man in einem Mietshaus wohnt, ist das halt eben so, dass dann da halt, wenn da Renovierungsarbeiten vom Vermieter angesetzt sind, die werden gnadenlos durchgezogen. Und dann brummt dann halt. So, es ist ja auch eine schöne, gleichmäßige, sagen wir, durch diesen dumpfen Ton und durch die Vibration ist es natürlich immer wieder schön. So, nein, natürlich nicht. Das wollen wir so nie sagen. Aber es ist schon geckig. Also. Mit welcher Inbrunst dort gebohrt wird. Das war auch bis eben gerade, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Aufnahme gestartet habe. Es ist jetzt 9.30 Uhr oder sowas. Keine Ahnung, ich kann gerade nicht auf die Uhr gucken. Ich habe meine Uhr nicht um. Es ist, glaube ich, 9.30 Uhr. Und bis zu diesem Zeitpunkt war ein Elektriker da, hat mich ein Stück gebohrt. Ich dachte, Mensch, heute legt er endlich mal Kabel, aber längste Puppe. So, bevor ich dich besudel, Puppe, esse ich noch eine Nudelsuppe. Oh Gott. Ja, gut, okay, der Mist musste auch nochmal raus. So, dann müssen hier die Kisten nochmal hin. Und da müssen auch nochmal ein paar Knickarme-Robbys hin. Und hier müssen die Absonderungen noch zurückgenommen werden. Kein bevorzugter Ausgang. Das hat aber damit zu tun, dass wir das Ganze nochmal dann in... Achso, die Knickis brauche ich noch. Knickis. So, einer hier, einer dort. So. Gut, jetzt müsste eigentlich dann ja alles schon mal ganz schick aussehen. Also von hier unten an bis dahin. Das hat schon mal viel Schönes. Und dann müssen wir gleich mal mit dem Glas gucken. Da müssen wir ja hier den Dings raus sondern, ne? Ich glaube, das müssen wir machen. Genau. Silikonerz. Und ich glaube, das brauche ich dann nur durch einen Powdermixer zur Glasmixtur machen, ne? Herstellung, Glasmixer. Gut, man könnte das mit Leim noch ein bisschen mischen, aber hier, nee, der Powdermixer reicht aus. Okay. Das heißt, wir machen dann hier die Matrix Powder Mixer noch mit hin. Und da brauche ich eigentlich die Querverbindung nicht, aber also was rausnehmen ist immer einfacher, als was nachträglich mal einzubauen, wenn es noch nicht eingebaut ist. Deswegen nehmen wir das jetzt hier mal. Habe ich das schon? Wo ist denn? Obwohl, eigentlich könnte ich ja die Version nehmen und die reicht mir aus. Aber wir können ja die ja trotzdem machen. Noch als Blaupause. Ne? So. Ich glaube, die ist dann auch mit Strommasten. Blaupause erstellen. Die sieht dann einfach besser aus. Zack. Einfach noch dran gestellt. So. Und dann können wir das hier dann rausnehmen, weil das brauchen wir jetzt hier für die Glasmixtur nicht. So. Da muss nur das Silikon da rein. So, gut. Und den Rest, den bauen wir jetzt. Auf geht's. So, schön. Einmal Förderband nach oben. Zweimal. Oh, ui. Ja, jetzt wollte ich gerade Steuerung Z drücken. Haben wir jetzt natürlich mal so richtig Mist gemacht. Ja, abgeglitscht mit der Tastatur.
Mit der Maus. Da ist sie aufglitscht. So. Lang. So, dann geht's schon wieder los, ne? So zaghaft, was sie heute bohren. Immer so. Das muss ich ehrlich sagen. Also gestern waren die beiden Elektriker, also zwei Stück, ne? Also so, Arbeiter und also Geselle und Lehrling so, unterwegs. Also es war schon ganz, ganz geckig, denen da zuzuhören beim Arbeiten. Muss ich ehrlich sagen. Also es hat schon Spaß gemacht. Ich habe mich schon deutlich schlechter amüsiert. Aber ja, gut. Kannst du nichts machen. Musste gucken, so. So, jetzt habe ich keine Lampen mehr. Habe ich jetzt echt keine Lampen mehr? Warte mal. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ah, ja. Na gut, 37. Komm, dann kann ich mir 50 machen in der Hosentasche. Wo sind sie denn da? Machen wir uns mal schnell ein paar Lampen. So. Und den Rest, den können wir ja schon setzen. Daneben. So, sehr gut. Und da machen wir dann die Glasmixtur drin. Leute, ich hoffe einfach nur, dass ihr das nicht so laut hört wie ich. Also, mir geht das hier richtig auf den Zeiger. Ich bin auch froh, dass ich morgen quasi dann weg bin hier erstmal. Und dann können die dann von mir aus da unten rumbohren, bis sie schwarz werden. So, gut. Lampenjungs müssen wir hier noch verteilen. Sehr gut. So, dann haben wir dann hier die Glasmixtur fertig. Und dann kann ich ja die jetzt eigentlich schon, weil das habe ich ja. Ey, Wahnsinn, ne? Blanker Wahnsinn. So. Dann kann ich jetzt erstmal die. Lasse ich. Warte mal, das wird denn hier. Kann ich erstmal einbuchen hier. Das kann ich löschen eigentlich. Das kann ich einbuchen. Warte mal, ist die hier mit. Die ist ohne Produktion. Okay, das ist gut. Ist auch ohne Produktion, das ist auch gut. So, die ist mit Produktion, die muss ich auch nochmal neu machen. Okay. So, dann müssen wir mal gucken hier. Welche habe ich noch? Die ist mit Produktion. Die ist mit Produktion. Die ist auch mit Produktion, die ist auch neu. Okay. Gut, also müssen wir dann erstmal das hier einmal neu nehmen. Blaupause. Einmal müssen wir den Bereich hier komplett so nehmen, wie er ist, bis nach unten runter. So, das ist. Was sind das für Dinger? Kristallisierer, ne? Blaupause ohne Namen? Nee. Kristallisierer. Da wurde es falsch geschrieben. Oh, kommt ein Doppel-L hin. Egal. So, lassen wir erstmal so. Und dann haben wir diese Blaupause fertig. So. Heißt also, die können wir dann einbuchen. So, dann können wir das nämlich. Das würde ich sagen, das schmeißen wir mal weg. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir. Was das ist, weiß ich nicht. Weiß ich auch weg. Oh, jetzt haben sie einen Dünnbohrer genommen. Ah, sind zu zweit am Bohren. Alles klar. So, Achso, das ist diese. So. Brauche ich nicht mehr. Das kann auch weg, weil ich das auch mittlerweile anders baue, ne? Ja. So. Gut. Was haben wir hier noch Schönes? Das müssen wir. Da muss ich mal ganz kurz das Bild bearbeiten. Da muss der Powdermixer hin. Powdermixer. Nee, der nicht. Ah, hier ist er. Powdermixer. Und von mir ist noch ein Förderband. So. Gut. Dann ist das Powdermixing. Powdermixing. So. So speichern. So, die können wir dann auch behalten. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die raus. Die kommt weg. So, gut, haben wir da auch noch geschafft.
Habe ich jetzt das ganze Buch weggeschmissen? Ich hoffe nicht. Nee. Gut. Dann machen wir hier die Crusher-Geschichten. Auch in einer eigenen Blaupause. Und zwar bis dahin. Das ist dann die Crusher. Crusher. So. Ja, das Bild kann so bleiben. Das sieht sehr gut aus. Blaupause stellen. Verstromung ist drin. Jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt Kommentar. Dann gucken wir kurz ins Buch. Und packen uns das da rein. So. Okay. Dann haben wir hier die Floating Units. Und da müssten wir eigentlich theoretisch hier noch ganz kurz den Ausgang fertig bauen. Damit wir zumindest das Rohr da haben. Was denn hier dazwischen ist und nach unten geht. So. Anschlusstechnisch, ne? So. Legen wir das erstmal dahin. So. Mario und Luigi. So, wir sind da bis zu den Rohrsuppen dran. Genau, das brauchen wir dann. Hier brauche ich. Blaupause da. Den Kameraden brauche ich und das muss bis da oben hin. Gehört sich das alles zusammen? Bis dahin. Theoretisch bis dahin, weil das Ablaufrohr mit rein muss. Gut, dann machen wir das so. Dann ist das die Floating. Ich glaube, die heißt dann die Flotation Cell, ne? Floating Cell. Blaupause erstellen. So. Gut. Achso, die könnte ich ja eigentlich auch gleich ins Buch poppen. Und die alte kann ich dann wegschmeißen, weil die mit Produktion ist. Und die hier alle ohne Produktion. So. Okay. So, dann haben wir noch das Sorting Facility hier. Aber das ist ja alles für das ausgebaut, ne? Also da, für den brauchen wir, also für den nicht mit Wascheeinheiten brauchen wir es ja auch noch. Der Zahnarzt liegt wieder los. So, hier habe ich bis hier oben, glaube ich, genommen. Da muss ich, naja, das weiß ich gar nicht. Sehr schön. So, genau, ich habe noch die abknickende Vorfahrtsstraße da genommen und darüber dann nicht mehr. Alles klar. Das heißt, jetzt brauchen wir eine, die sozusagen. Ne, den Strommast da oben, nehmen wir den noch mit? Ne, den nehmen wir nicht mit. Ne. Legen Sie hier einen Upgrade-Plan ab, um Gegenstände und Objekte in diesem Bauplan zu ersetzen. Ah. Haben wir noch nicht gesehen. Das könnte natürlich auch interessant. So. Wieder zu viel. Ich will die Lampen damit ich auch nicht haben. So, das ist die Sorting Unit. Sorting Unit. So, ja, das Bild passt. Blaupause erstellen. Passt doch wunderbar da rein. Und dann kann die hier im Buch verschwinden. Und dann können wir die alte Sorting Unit Geschichte mit Produktion löschen. So. Und an dem werde ich das jetzt mal mit dem. Was meint er denn damit? Legen Sie hier ein Objekt ab. Upgrade Plan ab. Upgrade Plan. Ah ja, okay. Kann ich das mal wieder loswerden? So. Ah, cool. So. Ja, ja. Okay, dann haben wir das auch. So, und jetzt müssen wir die Öfen hier noch nehmen. Wobei ich hier eine andere Konfiguration für die Öfen brauche, ne? Das müssen wir uns mal angucken. Wie sieht das denn aus hier? Mit dem Glas herstellen. Ne, das war schon ganz richtig. Herstellen. Molten Glas. Glasmixtur wird einfach so in einem Induction Furnace. Hier gibt es direkt in den Induction Furnace. Okay, das wäre schön. Die Glasmixtur kann direkt in den Induction Furnace und macht dann hier das Glas da draus. Sehr gut. Also da kann er dann quasi dieses Konstrukt, beziehungsweise eigentlich diese 5er Reihe, oder machen wir, ne, wir machen so ein 6er Konstrukt jetzt immer, ne?
Das ist, glaube ich, besser. So, okay. Ist das hier noch mit Produktion? Nee, ne? Es hat keine Produktion mehr. So, da liegt noch ein bisschen Gold rum. Na, da brauchen wir ein bisschen Förderband nach unten eigentlich schon, dass wir da den anstandshalber ein bisschen Platz lassen. So. Da ist die Frage, ob das denn mit den Strommasten noch ausreicht, dass die denn dann auch die Elektrizität übertragen. Wie dicht das da dran muss. Naja gut, werden wir gleich sehen. Wo haben wir, wo sind denn jetzt da? Also, das brauche ich jetzt hier mal. Das nennen wir dann Induktion. Upsala. Fuhrnase. Nase oder Nase? Nase. So, Laubhause erstellen. So. So dicht muss ich da ran, damit der Strom noch verteilt wird, oder wie? Okay. So, können wir das erstmal hier ganz kurz hochnehmen. Ein paar Aluminium-Ingots noch. Das macht aber nichts. Also wie kann man nur solche Ausdauer im Born haben? Also gestern habe ich mich das echt gefragt. Also gestern ging es wirklich, das ging früh morgens 8 Uhr, ich lag noch im Bett. Und dann ging das los. Da hat irgendeiner Bock gehabt. Er wollte arbeiten. Und dann brummte das hier. Das ist ja... Wow. Dann ging das los. Ich dachte mir so, Gott, was ist jetzt los? Ah ne, Induktionsfinanze brauche ich ja, das hier. So, wie weit reicht denn der Strom hier? Der oberste kriegt nichts, okay. Also muss ich mindestens bis da ran. Damit der oberste auch wieder Strom kriegt, der oberste. Ach, wie heißt er gleich? Genau. So, da habe ich noch 6 Stück von. Da muss ich natürlich auch nochmal 6 Stück von produzieren dann. Sehr schön, dann Rohr. Ups, außer Reichweite. So, du gehst nach oben hin, du gehst da quer rüber. Du gehst da quer rüber. Und ich hoffe wirklich, dass es nicht allzu laut ist und allzu sehr stört hier, was der da unten brummt. Die wollen ja hier in meiner Wohnung auch noch was machen. Das soll ja auch die, also die Elektrik wird jetzt hier im Haus quasi komplett neu gemacht. Das ist echt ein Großauftrag, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn du das so minimal invasiv wie möglich machen willst. Also wenn jetzt hier, ich jetzt hier nicht unbedingt jederzeit noch einen Stromausfall leiden will. Irgendwann werde ich mal keinen Strom haben. Ich weiß auch nicht, wie lange und für wie viele Tage oder Stunden. Tage hoffentlich nicht, aber ich denke nicht, dass man hier tagelang ohne Strom ist. Ich denke, wenn man das umklemmt, das wird dann an einem Tag gemacht. Für alle wahrscheinlich. Keine Ahnung. Da stecke ich nicht drin. Dazu bin ich zu wenig Elektriker, um zu wissen, wie das wirklich funktioniert. So. Gut. Also, wir haben jetzt die Produktionskette hier aufgebaut. Die Kiste habe ich leer gemacht. Wieso habe ich die Kiste schon wieder leer gemacht? Ah, nee. Da habe ich das nicht. Ich habe Alt gedrückt anscheinend. Wenn ich sehe, was da drin ist. Ah, weil ich Alt gedrückt habe, habe ich natürlich nicht gesehen, dass dieser... No. dass dieser Bauplan hier doch mit... Ah, Mann. Mach ihn nochmal... Na, ist ja egal. Das ist ja nicht mehr so schlimm. So, machen wir hier nochmal so. Zack, einmal rüber. So. Induktion Fuhrnase. Fehlt ein U. Das Fuhr ist doch Fell, ne? Eine Fellnase. Egal. Gut, lassen wir das lieber. Meine Lieben, ich hoffe, dass es jetzt wirklich nicht allzu sehr hier brummt in meinem Video. Dass die Jungs hier mir nicht allzu sehr durch die Parade gefahren sind. Und ich das nicht allzu sehr mit in der Aufnahme habe. Aber ich muss halt, oder ich will, oder ja, ich muss halt eben da aufnehmen, damit zur rechten Zeit auch Videos da sind.
Da fehlen noch Lampen drin, ne? Ja, da fehlen noch Lampen drin. Das hätte ich vielleicht eventuell auch noch berücksichtigen können, dass wir da hier noch ein paar Lampen brauchen. Also nochmal. Kennen wir ja nur schon, ne? Das kennen wir ja nur schon, das Spiel. So. Einmal noch. Induktion. Oh, Nase. So. Schaupause erstellen. Jetzt ist er auch richtig. Jedes Mal drückt er die falsche Taste, um in dieses Buch zu kommen. So, dann ist dieser Induction-Frohnase hier auch ohne Lampen. Der kommt weg. So. Sehr gut. Alles klar. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir können dann das hier oben dran setzen und das werden wir dann auch gleich professionell dran setzen mit Meer und mit Förderband. Nachdem ich ja jetzt rausgefunden habe, dass ich Aluminium ja schon kann. Also das werden wir dann quasi gespiegelt dran setzen, dass dann hier ein Förderband durchgeht, dass da 14 von den Dingern stehen. Ich denke mal, die sollten ausreichen. Hier habe ich 8 auf jeder Seite sogar. Also noch so, sogar noch ein paar mehr, aber das passt schon. Das sieht schon ganz gut aus. Wir können auch 6 machen. Langt auch vollkommen hin eigentlich mit dem, was dann rauskommt. Erstmal für unsere Zwecke. Für die ersten. Für die Zwecke, für die wir es haben. So, hier oben der Funker, der ist natürlich außer Betrieb, weil wir da die elektrische Verbindung hingekappt haben. Hier unten müssen wir auch noch wieder einen hinstellen. Habe ich keinen abgestellt? Ich bin ja einer. Strom hingelegt, aber keinen hingestellt. Das ist natürlich fürchterlich, aber das kriegen wir dann auch noch hin. So, nachdem wir jetzt mehrere Versuche gehabt haben, hier das alles gerade hinzubauen und natürlich unsere Blaupausen zu aktualisieren, ist es schon wieder Nacht. Das ärgert mich auch immer, dass es immer nachts ist, wenn ich hier irgendwas mache. Also wenn ich ein Foto machen will. Na gut, okay. Ich gucke mal, ob ich dann am Tage mal ein schönes Bild davon kriege. Ich wünsche euch was. Bis denn. Tschüss.